Tauche ein in die wunderbare Welt der Meerwasser-Aquaristik. Willkommen bei der Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Erfahre aus erster Hand, auf was es beim erfolgreichen Betrieb deines Meerwasser-Aquariums ankommt. Geschäftsführer Markus Mahl hat mit seiner Firma Aquarium West hunderte Meerwasser-Aquarien in ganz Europa geplant und gebaut. Über 2000 professionelle Aquarienwartungen pro Jahr sprechen für sich. Lehn dich zurück und profitiere von Expertenwissen aus erster Hand. Der Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Von und mit Markus Mahl. Hallo und herzlich willkommen zur 67. Folge des Meerwasser-Aquarium-Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Viele Meerwasser-Aquarianer beklagen, dass ihre Aquarien zu laut sind und die andauernde Geräuschentwicklung im Wohnzimmer nervt. Wenn man manche Aquarien im laufenden Betrieb hört, hat man den Eindruck, dass man vor einem Wasserfall steht. Bei manchen Meerwasserbecken geht die Geräuschentwicklung sogar so weit, dass es nicht nur den Besitzer nervt, sondern sich auch die Nachbarn darüber massiv beschweren. Soweit muss es jedoch gar nicht kommen. Bei einer vernünftigen Planung und einer entsprechenden Auswahl der technischen Komponenten können Meerwasseraquarien nahezu flüsterleise gebaut und somit wohnraumtauglich werden. Schauen wir uns nun im Nachgang die einzelnen Schritte genauer an. Einer der wichtigsten Punkte bei der Vermeidung von späteren Vibrationsgeräuschen ist, dass besonders bei der Montage des Aquariumunterbaus auf der Rohbetondecke dieser mit Neoprenlagern Schall entkoppelt wird. Dadurch wird die Übertragung von Vibrationen auf die restliche Decke vermieden. Wird dies bei der Planung nicht berücksichtigt, können sich Vibrationen über die Decke bis hin in die Nachbarswohnungen ausbreiten und so für erheblichen Ärger sorgen, der teilweise sogar bis vor Gericht geht. Die Verwendung von Neoprenlagern kann auch vorsorglich bei der üblichen Montage auf dem Fertigboden erfolgen, um eine Übertragung von Vibrationen zu vermeiden. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Montage des Aquariumunterbaus ist, dass dieser keinen direkten Kontakt zu Wänden oder den Aussparungen im Estrich hat, um auch hier keine Vibrationen auf dem Boden oder die Wände zu bekommen. Wird der Aquarienunterbau zum Beispiel mit einer Betonwand fest verschraubt, müssen die Auflager unbedingt auch mit Neoprenlagern unterlegt werden. Eine weitere häufige Fehlerquelle, die enorme Vibrationsgeräusche produziert, ist die PVC-Verrohrung. Das beginnt häufig in der Praxis damit, dass der Ablauf nur mit einem geraden Rohr, in dem von oben das Wasser einläuft, ohne Kugelhorn zur Regulierung des Wasserstands bzw. Durchflussmenge gebaut wird. Dies führt dazu, dass das von oben einlaufende Wasser eine sehr starke Geräuschentwicklung verursacht. Eine vernünftige Lösung für den Bau des Ablaufs ist der sogenannte Durso-Ablauf. Hierbei befindet sich der Ablauf unter Wasser, so dass das Wasser leise eintreten kann. Nähere Informationen findest du hierzu bei Google, wenn du in den Suchbefehl oben Durso eingibst. Neben der Bauart des Aquarienablaufs ist auch die Verwendung eines Kugelhorns dafür verantwortlich, dass du die Durchflussmenge durch das PVC-Rohr und den Wasserstand im Ablaufschacht exakt einstellen kannst. Je höher du den Wasserstand im Ablaufschacht einstellst, umso geringer ist das Fallgeräusch des in den Ablaufschacht einströmenden Aquarienwassers, umso leiser wird der gesamte Ablauf. Außerdem vermeidest du mit dem höheren Wasserstand im Vergleich zu einem ungeregten Ablauf das typische laute, unangenehme Gurgeln oder schnorchelnde Ablaufgeräusch. Außerdem kannst du durch das Einstellen der Menge des ablaufenden Wassers auch die teilweise hörbaren Sauerstoffverwirbelungen im Ablaufrohr einfach vermeiden. Bei dem Bau von Förderleitungen ist es wichtig, dass sämtliche Pumpen, die mit der PVC-Verrohrung verbunden sind, in keiner starren PVC-Leitung gebaut werden, sondern mit einem Silikonschlauch verbunden und somit entkoppelt werden. Vibrationsgeräusche, die durch im Technikbecken stehende Pumpen entstehen, können leicht durch den Einsatz von Silikonnoppen als Auflage verhindert werden. Ich würde dir grundsätzlich dazu raten, nur eine Förderpumpe einzubauen, die bereits mit Silikonnoppen ausgestattet ist. Besonders bei Förderpumpen gibt es Hersteller, deren Pumpen extrem leise sind. Hierzu zählen meines Erachtens unter anderem die Sitsche Förderpumpen Synchro SDC und auch die Förderpumpen von Royal Exclusive oder Deltec. Diese Pumpen sind zwar in der Regel etwas teurer, jedoch ist es meines Erachtens eine sinnvolle Investition, um später sein Meerwasseraquarium im vollen Umfang stressfrei zu genießen. Nicht nur bei der Förderpumpe solltest du auf eine leise Variante zurückgreifen, sondern auch bei allen anderen technischen Komponenten, wie zum Beispiel Strömungspumpen, Eiweißabschäumer, Kalkreaktoren, denn bereits bei der Auswahl der technischen Komponenten
wird der Grundstein für eine spätere Geräuschentwicklung des Meerwasseraquariums gelegt. Wenn du zum Beispiel eine Strömungspumpe installierst, die von Haus aus lauter ist, hast du später keine Möglichkeit mehr, die Geräusche wirklich wegzubringen und die Strömungspumpe leiser zu machen. So kommt es zum Beispiel bei manchen pulsierenden Strömungspumpen zu einer hörbaren, unangenehmen Geräuschentwicklung, wenn diese die Strömungsleistung rauf und runter regeln. Bei dem Einbau von Strömungspumpen solltest du unbedingt darauf achten, dass diese nicht den Riffaufbau bzw. die Riffkeramik berühren, da auch hier sehr starke Vibrationen erzeugt werden. Zu einem der lautesten technischen Komponenten im Technikbecken zählt der Eiweißabschäumer. Auch hier solltest du unbedingt bei der Auswahl darauf achten, dass der Eiweißabschäumer selbst und die dazugehörige Pumpe bereits mit Silikonnoppen entkoppelt ist, um die Übertragung von Vibrationen auf die Bodenscheibe des Technikbeckens zu vermeiden. Das gleiche gilt auch für den Einsatz von Kalkreaktoren, insbesondere dann, wenn es sich um große Modelle mit einer leistungsstarken Pumpe handelt. Wenn wir zum Schluss noch einmal alles zusammenfassen, können wir die Geräuschentwicklung im Meerwasseraquarium verhältnismäßig leicht steuern und minimieren. Durch den Einsatz von Neoprenlagern kannst du die Übertragung von Vibrationen auf die Decke bzw. Wände leicht vermeiden. Außerdem solltest du unbedingt darauf achten, den Ablauf so zu konstruieren, dass sich dieser unter der Wasseroberfläche befindet und mit einem Kugelhahn ausgestattet ist, dass der Wasserstand und die Durchflussmenge im Ablauf geregelt werden kann. Beim Einbau von Förderpumpen solltest du den Anschluss an die PVC-Leitung mit einem Silikonschlauch durchführen, um auch hier Vibrationen zu vermeiden. Zum Schluss noch einer der wichtigsten Punkte. Achte unbedingt bereits bei der Auswahl sämtlicher technischer Komponenten darauf, dass diese leise sind. So, das war's wieder für heute. Ich freue mich, dass du wieder bis zum Schluss dabei geblieben bist und hoffe, dass du wieder einige wichtige Informationen für dich gewinnen konntest. Wenn du Fragen hast, schreibe sie mir gerne an info@aquariumwest.de und ich versuche in den kommenden Folgen darauf einzugehen. Zum Schluss möchte ich dir noch mein neues Buch Meerwasseraquarium ans Herz legen. Es ist über Amazon erhältlich. Wenn du tiefer in das spannende Thema Meerwasseraquarium einsteigen möchtest, findest du dort alle wichtigen Informationen, die du bei der Planung, dem Bau und der Pflege von Meerwasseraquarium benötigst. Neben den gesamten technischen Fragen, wie zum Beispiel, was musst du bei der Planung und Montage von Meerwasseraquarium beachten, was gibt es für verschiedene Beleuchtungssysteme, wie funktioniert ein Eiweißabschäumer und vieles mehr, findest du dort zahlreiche Beschreibungen von Fisch- und Korallenarten, die für Aquarieneinsteiger und Fortgeschrittene geeignet sind. Den entsprechenden Link zu Amazon findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Nun wünsche ich dir viel Spaß mit deinem Meerwasseraquarium, dein Markus Mall. Das war's für heute beim Meerwasseraquarium-Podcast.de. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse uns doch gleich eine positive Rezension bei iTunes. Und vergesse nicht, unsere Show gleich zu abonnieren. Dadurch können noch weitere Meerwasseraquarianer von diesem Podcast profitieren. Wir freuen uns auch über Fragen oder Themenwünsche. Schreibe sie einfach in die iTunes-Rezensionen oder schicke uns eine Mail an info@meerwasseraquariumpodcast.de. Bis zum nächsten Mal.